Der Bierhofkauer Julian Nagelsmann war mit der TSG Hoffenheim hier zur Spielvorbereitung auf den Bundesliga-hittigen FC Bayern. Haben Sie sich gegenseitig Mut zugesprochen? Ja, ich habe ihm viel Glück gewünscht für heute Abend. Und er ist ja noch sehr verbandelt, auch mit 60. Also er kennt viele Spieler noch. Nono zum Beispiel, selbst Lissimo Lorenz, Simi Belkaia, Abruscher war bei ihm in Hoffenheim. Also er hat sich, glaube ich, sehr heimisch gefühlt. Nicht bloß sagen wir vom Umfeld her, sondern auch, dass er mal seine alten Spieler wieder trifft. Also für mich war sehr nett. Was muss passieren, dass es in allen drei Punkte gibt? Ja, wir fahren hin, um das Spiel zu gewinnen und einfach die Sachen, die wir positiv gemacht haben, das einfach noch zu verstärken. Und das andere, ja, einfach zu schauen, dass wir 90 Minuten einfach noch gieriger verteidigen. Aber ich finde auch, dass wir gegen Kiel 95 Minuten super verteidigt haben. Und dann kommt einfach die innere Klasse von Kiel zum Tragen. Und die hat jetzt halt Aalen aus meiner Sicht nicht so extrem, wie es hier Kiel gehabt hat. Und von dem her gehe ich davon aus, dass wir auf jeden Fall auch gegen Aalen defensiv gut stehen können. Muss 60 sich die Kräfte in Zukunft ein bisschen besser einteilen? Wie sehen Sie das? Ja, erst einmal stehe ich für einen speziellen Spielstil und den werde ich garantiert nicht ändern, weil ich will sehen, dass auf dem Platz was passiert. Ich will, dass die Zuschauer, wenn sie Entscheidungen gehen, dass sie da nicht ein Ballgeschiebe sehen, sondern dass da was los ist auf dem Platz. Das haben wir bis jetzt immer gezeigt. Es waren immer interessante und attraktive Spiele. Und klar, ich will natürlich auch Spiele gewinnen und dass wir mehr Ballbesitzphasen brauchen, das ist auch klar. Und da müssen die Jungs einfach noch mehr trauen, Fußball zu spielen, ne? Weil die Lösungen haben sie. Aber einfach dann unter Stress dann auch die Lösungen abzurufen, das ist einfach der nächste Schritt jetzt. Aber viele Schwerpunkte, die wir gesetzt haben, haben wir super umgesetzt. Auch das Kontertor gegen Kiel war überragend rausgespielt. Und jetzt einfach noch zu versuchen, in einer oder anderen Phase ein bisschen ruhiger zu bleiben, den Stress nicht so in unser Spiel reinkommen zu lassen, sondern einfach dann kontrolliert das Spiel dann auch mit Ball. Ja. Zu forcieren. In der Bildzeitung war gestanden, die Nerven liegen lang bei 60, es gibt Malcolm Bellas. Was ist wirklich dran? Nee, das ist ja immer normal. Ich meine, wenn man dann sagt, dass Lexi zum Beispiel jetzt in der Woche mal nicht reden soll, das ist ein ganz normaler Prozess, der bei anderen Vereinen auch so ist. Wie das dann ausgelegt wird von der Presse, das ist ja gutes Recht, aber für uns gibt es ja überhaupt nichts und die Nerven liegen auf keinen Fall blank, sondern wir sind im Gegenteil, wir sind auf Ruhe bedacht und deswegen war das so. Und gerade bei Lexi, glaube ich, war es jetzt ganz wichtig, dass er die Woche mal Ruhe hat, sich auf seinen Job konzentrieren kann und nicht mit irgendwelchen Sachen sich auseinandersetzen muss, die jetzt mit dem Beruf nichts zu tun haben. Und nächste Woche kann er auch gerne wieder ein Interview machen, bloß die Woche war für uns halt einfach der, ja, oder wir haben das Gefühl gehabt, dass es in der Woche einfach besser ist, wenn Lexi jetzt nicht spricht. Sie haben immer ganz geduldig gewirkt, weil die Tore so blöd gefallen sind. Immer so Schluss, immer so kurz vor Schluss, da habe ich dann Angst gehabt, jetzt rastet er aus. Aber Sie haben immer die Nerven. Ich raste nie aus. Oder andere Trainer würde vielleicht ein bisschen was Grobes sagen, aber Sie haben immer gesagt, na, es reicht, beim nächsten Mal schaffen wir es. Wenn das jetzt nochmal kommt, bleiben Sie weiter so geduldig, so raus? Also eins ist klar, ich versuche es immer sachlich zu sehen. Und wenn ich viele gute Sachen sehe, dann kann ich der Mannschaft auch in dem Moment jetzt nicht den Kopf abreißen. Also wenn ich eine Mannschaft habe, die leblos spielt, die leidenschaftslos spielt, wie sie die Gegner ergibt, dann werden sie mich auch mal von der anderen Seite kennenlernen. Aber das habe ich in keinem Spiel das Gefühl gehabt und dementsprechend versuche ich es immer sachlich dann aufzubrüsseln, weil jetzt auf die Mannschaft draufzuhauen bringt gar nichts. Wir müssen das sachlich analysieren, ihnen immer wieder versuchen zu helfen auf dem Platz, ihnen zu zeigen, wie man es dann besser machen kann und dann wird der Erfolg auch kommen. Spielst du vor dem Spiel schon einen großen Druck? Nein. Im Toto-Pokal gibt es den FC Memmingen. Wie siehst du den Gegner? Im Toto-Pokal ist zwar noch eine Weile hin, aber... Ja, Memmingen freut sich. Also ist klar, das Stadion ist voll und so ein bisschen wie ein Revival. Wir waren damals beim ersten Punktspiel da, war ein tolles Spiel, waren 5000 Leute da, war ein richtig gutes Spiel von beiden Seiten, denke ich. Und deswegen wird ein tolles Spiel, glaube ich, für Memmingen, aber wir fahren da auch hin, um die Runde weiterzukommen. Und kann natürlich auch sein, dann, nachdem wir dann gegen danach eine englische Woche, also nein, nicht eine englische Woche, aber diese Länderspielpause haben, haben wir mehr Regenerationszeit, also kann auch durchaus sein, dass wir dann nochmal mit einer anderen Mannschaft spielen, als die letzten zwei Spiele. Was ist denn das Besondere an Aalen? Es war in der Vergangenheit bei 60 immer so ein bisschen ein Angstgegner. Was hat Aalen für Stärken aus deiner Sicht? Ja, Angstgegner gibt es für mich nicht, weil für mich geht jedes Spiel bei 0-0 los. Und ihre Stärken sind klar, das sind länger in der dritten Liga. Das ist eine Mannschaft, die sich etabliert hat, waren schon in der zweiten Bundesliga. Haben dann, glaube ich, mal finanzielle Probleme gehabt. Die haben sie jetzt beseitigt und von dem her einen guten Kader, finde ich, wirklich auch eine ordentliche Drittligamannschaft. Aber trotzdem, glaube ich, haben wir die Möglichkeiten, sie zu schlagen. Ist zwar jetzt gerade nicht dein Thema, aber beobachtest du das, was gerade bei den Sportfreunden in Lotte passiert, mit dieser Spielerrevolte? Ich meine, das ist schon ein bisschen merkwürdig, oder? Ja, da habe ich keine Zeit, ganz ehrlich. Ich hab meine eigenen Sachen, die ich hier in den Griff kriegen muss und da habe ich jetzt wenig Zeit. Zeit ist eh ein Thema, wo man bei mir sowieso ganz oben auf der Agenda steht, aber dass ich einfach Zeitmanagement betreibe und dann belaste ich mich nicht oder mit Sachen, die mich ja sowieso nichts angehen. Diese angesprochenen Ballbesitzphasen, wie impft man die in der Mannschaft ein, dann so im Trainingswoche? Ja, im Training machen sie es ja. Das unter Stress abzurufen, das ist das Entscheidende. Unter Stress dann, sagen wir mal, diese Selbstverständlichkeit zu haben, den Ball auch mal in den eigenen reinzuhalten. Und das werden wir jetzt auch machen gegen allen.
bin ich überzeugt. Der Ausfall von Markus Ziereis, was bedeutet der für dich? Ja, erstmal ist es für Markus schlimm. Ist klar, jeder, der verletzt ist, und ich war auch das eine oder andere Mal verletzt in meiner Karriere, weiß, dass es immer für einen Spieler ganz schwer ist, dann das wegzustecken, vor allem auch zu kurz vor Schluss bei einem Spielstand, wo es eigentlich auch nicht mehr nötig gewesen wäre. Dementsprechend haben wir versucht, Markus Mut zuzusprechen, und er wird in 6 bis 8 Wochen zurückkommen. Und dann wird er weiterhin daran arbeiten, dass er hier weiterhin Fuß fasst in der Mannschaft.